Neues Jahr, neues Design. Dem ein oder anderen Zuseher ist die optische Veränderung vielleicht schon aufgefallen. Nach dem Umzug in unser neues Studio im Wirtschaftspark ist es nun auch an der Zeit geworden, unsere wöchentliche Sendung in ein neues Gewand zu packen. Naja, wir sind ja im Vorjahr in unsere neuen Räumlichkeiten gezogen, neues Studio, alles neu. Und da haben wir uns gedacht, es wäre auch Zeit, dass wir der Sendung wieder einen neuen Aufputz geben, sage ich mal. Es hat sich über die Jahre einfach, es sind Geschichten dazugekommen, welche Weg. Es war nicht mehr so einheitlich und darum haben wir gesagt, wir machen da jetzt ein komplettes, neues, einheitliches Design wieder. Und da haben wir mit dem Berger Anti und mit dem Mitterecker Flo zwei Leute, die das dann in die Umsetzung gebracht haben. Mit dem Jahreswechsel haben wir neben dem Kamera- und Studio-Equipment auch unsere Schnitt- und Grafiksoftware erweitert. Und das bietet uns jetzt ganz neue Möglichkeiten. Wir haben mit Anfang des Jahres auf neue Programme umgestellt. Und da hat sich natürlich angeboten, dass wir die Bauchbinden und die Hintergründe für die Sendung neu machen, weil es im Workflow erheblich vereinfacht und verbessert. Also die Veränderungen sind dahingehend, dass jetzt alles wie aus einem Guss wirkt und vereinheitlicht worden ist, sei es die Übergänge oder die Jingles für die Werbungen und alles noch an Farbcode und auch noch Musik-Jingles ein bisschen abgeglichen. Das neue Design wird aber sicher nicht die letzte Neuheit in diesem Jahr bleiben. Wir haben schon das ein oder andere neue Unterhaltungsformat in der Pipeline. Also bleiben Sie dran auf Facebook, YouTube, TikTok und natürlich im Kabelnetz.